Ich bin schwanger. Was? Das soll ein Witz sein. Ach, nein, ich mach keinen Witz. Ich will keine Kinder. Ich weiß, ich wollte auch keine. Aber vielleicht ist es ja an der Zeit, dass wir endlich aufhören, so selbstsüchtig zu sein und uns mit etwas anderem beschäftigen. Ich will aber selbstsüchtig sein. Ich bin gern selbstsüchtig. Völlig unvorbereitet beginnen wir den Nachmittag unseres Lebens. Schlimmer noch, wir tun dies in der falschen Annahme, dass unsere Wahrheiten und Ideale uns weiterhin dienen wie bisher. Aber wir können den Nachmittag des Lebens nicht nach dem Programm des Vormittags leben. Denn was am Morgen noch großartig war, wird am Abend nur wenig bedeuten. Wenn Sie das wissen, stehen Sie im Geiste bereits mit allem, was Ihnen im Leben fehlt und was Sie sich wünschen, in Verbindung. Sie müssen also nur einen Weg finden, sich darauf einzustimmen und sich dessen bewusst zu sein, dass die Verbindung schon längst da ist und dass Sie nichts tun müssen, als sie in Gang zu bringen. Und so wie Ihr Denkprozess sich... Habe ich das laut gesagt? Ja, das hast du gerade laut gesagt. Ich lasse mich auf jeden Fall scheiden. Halten Sie sich gefälligst daraus. Okay. Ich lasse mich scheiden. Schön, ist mir egal. Mach doch, ich brauche dich nicht, um dieses Baby groß zu ziehen. Womit denn? Du hast den Ehevertrag unterschrieben. Du wirst nicht viel kriegen. Ich hasse dich. Wir unterhalten uns gerade über das erste Interview und all das, was Sie gesagt haben. Und im Großen und Ganzen hält David das für Blödsinn. Was? David, ach ja, finden Sie wirklich? Ich finde nicht, dass alles dran verkehrt ist. Nein. Darf ich Sie nicht ansehen? Jason, nein. Gwen, ich will doch nur mal einen Jason, Blick... nein. Dieser Film hat mir alles bedeutet, dass... Ich hab Ihnen diesen Film gebracht! Das ist mein Film! Dieser Film hat mir alles bedeutet! Verdammter Mist! Okay, guter Moment für eine Pause. Ich muss mich neu orientieren. Ich muss mich selbst wiederfinden und dafür muss ich bitte allein sein. Dann tu's. Wirklich? Ich schätze, ich kapier's jetzt. Wissen Sie, David, irgendwann kapieren wir es alle. Und das, worauf es ankommt, ist doch wirklich, dass wir nicht erst sterben sollten, um es zu verstehen. We found true love.